Guten Tag und hallo zusammen. Hier ist eine weitere Folge von Deep Chess Media. Heute wieder mit einer Partieanalyse. Ein weiteres Mal bei uns zu Gast möchte ich ganz herzlich begrüßen Großmeister Alexander Beredovic. Hallo. Guten Tag. Du warst schon mal bei uns, hast eine Partie aus der Schachbundesliga aus dem letzten Jahr vorgestellt. Heute noch aktueller, recht frisch aus dem Sommer vom Marrakesch Open. Vielleicht ein bisschen was zu dem Turnier und zu deinem Gegner, den du mit Schwarz besiegen konntest. Also, das war ein sehr starkes Turnier. Also Marrakesch Open 1, oder kann man sagen, das erste Ausgabe von Marrakesch, Auflauf von Marrakesch Open. Und es gab sehr viele starke Großmeister dabei. Und also, wie gesagt, das Turnier war sehr stark besetzt. Und eigentlich habe ich mit meinem Ergebnis nicht ganz zufrieden. Also ich habe 6,5 Punkte aus 9 Partien bekommen und also ein kleiner Preis, so kann man sagen, geht noch. Ja. Mein Gegner in dieser Partie ist ein starker Großmeister aus der Ukraine. Wir hatten einen Wohnsitz in Frankreich, Sergei Fedorchuk, und ich habe in 25 Zügen besiegt mit Schwarz, und das natürlich für mich ein Ereignis, und ich möchte die Partie heute also darstellen. Würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. Fedorchuk, Elo-Zahl, glaube ich, 2640, ja. Damals zumindest noch. Ungefähr, ja. Ein paar Punkte weniger. Ja, also das war französische Verteidigung. Ich spiele das regelmäßig. E4, E6, B4, B5, Springer D2. Ich habe mich natürlich auf diesen Zug vorbereitet. Fedorchuk spielt immer Springer D2. C5, Springer F3. Und zu diesem Zweck habe ich dann hier CD gespielt. Die Idee ist, also nach Springer F6 E5 Variante vermeiden. Ja? Mhm. Wie gesagt, wenn Schwarz Springer F6 normal zieht, übliche Versetzung, dann nach E5 Springer D7 C3 entsteht nach ein paar Zügen weiter die Variante, wo Schwarz den zentralen Bauer bekommen kann, also gewinnen kann. Aber dafür hat Weiß eine starke Initiative, das ist eine bekannte Variante und dann passt sehr gut zum Stil meines Gegners an. Mhm. Deswegen möchte ich bei der Vorbereitung das vermeiden und spielte CD. Also auch eine psychologische Komponente. Ja, kann man so sagen, natürlich, ja. Das ist sehr wichtig, mhm. Und für mich das ist sogar wichtiger als konkrete Variante vorzubereiten. Ja. Und nach Springer D4 entsteht ganz andere Variante mit offenem Zentrum, die ganz spielbar also ist für Schwarz. Und mein Gegner spielte hier Ede, das bedeutet Übergang zur Hauptvariante, also wenn man sofort Ede, Dame D5, Läufer C4 spielt und so weiter. Ja. Also Läufer C4, Dame D6. Läufer C4, Dame D6 und übliche Versetzung Rochade, Springer F6, Springer B3, Springer C6 und so weiter, also ganz bekannte Variante mit langer Theorie. Aber nach Dame E2, wie Fedorchuk gespielt hat, entsteht eine Nebenvariante in diesem System, die auch in meiner Praxis schon nicht einmal. Also hattest du schon auf dem Brett? Ja, ich hatte von Brett nicht einmal schon 3, 4, 5 Partien gespielt, und es ist mir, die Variante ist mir bekannt. Das bedeutet, die Variante eigentlich, das Weiß also große Rochade macht, ja. Und dadurch das Spiel verschärft. Ja. Also Springer F6, Springer B3, ganz normale Versetzung, Springer C6, Läufer G5, und jetzt ist sehr wichtig, dass Schwarz hier Dame B4 Schach macht. Ja. Mhm. Wofür dieser Schach? Wieso soll Schwarz jetzt Dame ziehen? Weil wenn Schwarz das nicht macht, zum Beispiel Läufer E7 zieht, dann nach großer Rochade, ja genau, nach kurzer Rochade Springer schlägt B4, droht Weiß schon was. Ja? Weil die Dame auf D6 schlecht platziert ist. Ja? Und das heißt, Schwarz ohne Entwicklung steht deutlich schlechter. Nach Dame D4 ist Weiß erzwungen, also dank D4 Bauer, jetzt einen Bauer mehr hat Schwarz momentan, das unterbindet C3 Zug. Also es gibt keine bequeme Verteidigung, zum Beispiel jeder Springer D2 auch bedeutet was, Rückzug. Ja.
Und deswegen ist Weiß erzwungen, mehr oder weniger Läufer D2 zu ziehen. Die Dame will er nicht tauschen. Ja, die Dame, Schwarz zieht Dame auf B6. Das bedeutet dann, nach einigen Zügen kommt Dame nicht unter Beschuss von weißen Turm. Das ist sehr wichtig. Große Rochade, Läufer E7. Und jetzt hat Weiß nichts Besseres als Läufer G5 zu spielen mit der ganzen Hauptvariante. Mhm. Und ich habe auch einige Partien bereits gespielt, nach dieser Partie mit der Variante Läufer G5. Also das Schwarz steht ganz stabil, kann solid und kann ohne große Schwierigkeiten Ausgleich bekommen. Aber Fedorchuk spielte hier kreativ, kann man bezeichnen, aber ich glaube nicht, dass das nicht die stärkste Versetzung war. Ja. Turm E1 und nach Rochade Spring G5. Also natürlich gibt es Ideen hinter diese Versetzungen. Zum Beispiel nach Läufer D7 hat Schwarz Probleme nach, zum Beispiel, wenn übliche Versetzung Läufer D7. Mhm. Die Idee ist, Entwicklung abzuschließen, ja? Weil Schwarz steht gut. Zum Beispiel hat ein Baum mehr momentan im Zentrum und keine direkte Drohungen hat Weiß. Mhm. Einziges Problem, das Schwarz hat, ist Läufer auf C8, also stört den Turm ins Spiel zu kommen und selbst nicht entwickelt. Mhm. Das bedeutet Entwicklungsrückstand. Das muss Schwarz irgendwie dann beseitigen. Und in dieser Situation nach Läufer D7 gibt es Springer D7, Springer D7 und Läufer E6 Schlag. Und deswegen, also das ist die Idee hinter weißem Spiel. Mhm. Aber, ja, aber wenn Schwarz das Problem löst, bedeutet das, dass Schwarz also doch besser stehen kann, weil D4 ist noch ein Bauer mehr beim Schwarz. Und es gibt keine, wie gesagt, direkte Drohungen beim Weiß. Ja. Und ich habe jetzt gute Idee gefunden, um das Problem zu lösen, und zwar A5. Die Idee dahinter ist, also wenn Turm nicht normal ins Spiel kommen kann, dann entwickle ich den Turm, also über die A-Linie. Ja, das ist, wie gesagt, vor Ort. Ja? Das steht auf seinem Platz und ist entwickelt. Und Schwarz also fängt an, jetzt anzugreifen, ja, auf Damenflügel. Also nicht vergessen, dass die Rochade gegenseitig ist. Ja? Ja. Weiß ist mehr oder weniger erzwungen, A4 zu ziehen, weil A4 selbst, wenn Schwarz zieht, kriegt Weiß große Probleme. Da springt ja kein Feld mehr, richtig. Ja, und dann nach Springer E5, Dame E5, Läufer D7 sieht man die Idee von Schwarz. Also jetzt droht Läufer schlägt A4, Weiß ist erzwungen, den Bauer auf F5 zu schlagen. Mhm. Sonst hat Schwarz sehr bequemes Spiel. Und schwarze Dame zieht auf A7. Das war die zweite Idee des Zuges. Und plötzlich entstand die Stellung, wo man einfach einschätzen kann, dass Schwarz schon besser steht. Wieso steht Schwarz schon besser? Also es wird die Bauer jetzt abgetauscht, ja, in den nächsten Zügen. Mhm. Und man sieht dann, also Weiß steht schon, mhm, aber Schwarz hat das Spiel gegen den weißen König. Die A-Linie öffnet sich ja. Ja, die A-Linie ist geöffnet und Schwarz hat keine Probleme mit der Entwicklung mehr. Mhm. Turm D4, Läufer schlägt A4, Läufer C3. Das entstand ein neues Problem. Schwarz steht besser, aber Weiß hat viele Figuren im Zentrum. Ja? Die sind sehr gut platziert da. Was soll Schwarz machen? Natürlich glaube ich, hier gibt es nicht einen Weg, weiter zu spielen. Ja? Ich habe allerdings hier einen guten Weg gefunden, um die Stellung zu vereinfachen und kein Gegenspiel zuzulassen, ja, von Weiß. Ja. Ja. B5, was bedeutet das? Ich opfere den Bauer. Weiß muss praktisch nehmen, mhm, weil sonst kriegt Schwarz alles kostenlos. Läufer schlägt B5, Dame B5, Springer D5. Und was sieht man jetzt? Also für einen Bauer kriegt Schwarz einfach, es gibt kein Gegenspiel von Weiß und es gibt mehrere Drohungen von Schwarz und hauptsächlich also drei offene Linien gegen weißen, ja, König. Ja.
die Stellung strategisch schon praktisch gewonnen. Obwohl Weiß noch eine Möglichkeit hatte, und zwar Turm B5 Qualität zu geben und nach Ede also noch weitere Chancen zu kriegen, also weiter zu kämpfen. Das bedeutet, die stärkste Figur von Schwarz ist eliminiert und also mindestens gibt es keine direkte Drohung. Und Weiß hat für die Qualität noch einen Bauer. Also das wäre noch relativ beste Versetzung gewesen. Aber es gab schon ein starkes Zeitnot bei meinem Gegner. Ich hatte auch nicht viel Zeit, aber ich hatte, glaube ich, schon weniger als eine Minute. Und das kein Inkrement. Und die Partie ist schon fast vorbei. Warte mal, der 21. Zug. Ja, so schnell geht das. Ja. Aber jetzt kommt die nächste schwarze Figur. Ja, dazu. Natürlich. F4, Läufer F6, Turm D3. Dame F2, alle Züge war leicht zu finden und das nicht unbedingt die stärkste. Ich konnte zum Beispiel auf C3 schon nehmen, das war auch stark gewesen. Und hier nach Dame C5 habe ich sofortigen Gewinn verpasst. Turm A1, Entschuldigung. Und sofort, das wäre Schluss gewesen. Aber sofort. Ich war auch in Zeitnot gewesen, aber wie gesagt, in dieser Situation spielt das keine große Rolle. Ich habe dann vier Schach gegeben, Läufer D2, Dame A4 und jetzt übersieht mein Gegner den Drohung, Turm F1 und nach Dame A1 ist Matt. Die Partie zu Ende. Ja, ja. Wunderschöne Partie auf jeden Fall, in einer sehr starken Partie oder mit einem sehr starken Gegner gegen Sergej Fedorchuk. Ich denke, auch du hast eben gesagt, du warst nicht so zufrieden mit dem Turnierverlauf, aber wenn man dann in der vierten Runde doch noch so eine Partie gegen so einen starken Gegner hinlegt, dann ist man schon im Endeffekt zufrieden, auch ein bisschen stolz drauf, oder? Ja, genau, natürlich. Ich war sehr zufrieden gewesen mit dieser Partie. Der starke Gegner mit Schwarz gezwungen. Wunderbar. Dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute, dass noch weitere starke Gegner besiegt werden können. Und vielen Dank für diese wunderschöne Partie aus dem Marrakesch Open. Dankeschön. Im Sommer 2020.